Gut. Guten Tag zusammen, mein Name ist Sebastian Schmidt und ich darf heute mit euch oder den Flipped Classroom Workshop leiten. Gleich zu Beginn, ich werde ein Screencast-Video machen. Also ich filme gerade jetzt meinen Bildschirm und mein Ton wird parallel aufgenommen. Dieses Video lade ich dann auf YouTube hoch, das quasi als Skript das Ganze gilt. Das möchte ich nur betonen, falls jemand eine Zwischenfrage stellt, der könnte auf YouTube landen. Also das müssen wir rechtlich abklären. Ah, hallo, da, jetzt den weiß ich auch noch, dass der noch dazu kommt. Einfach den Platz davon, sonst glaube ich, haben wir keine mehr frei. Flipped Classroom werde ich nachher erklären, wie es funktioniert oder wie ich es verwende. Es gibt in Deutschland einfach so gut wie kaum jemanden, der Flipped Classroom anwendet. Hat viel mit Videos zu tun, das werde ich nachher kurz erklären. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt einfach ganz groß vernetzt. Also ich bin einfach auf der Suche nach Leuten, die das ähnlich machen, wo ich ein bisschen abgucken kann, wo ich meine ganzen Fehler ein bisschen aufräumen könnte. Deswegen habe ich eine eigene Homepage, flippedmatte.de, und ich habe einen Twitter-Account, wo ich ab und zu mal ein paar Videos veröffentliche oder sonst halt Sachen, was man so bei Twitter veröffentlicht, preisgibt. Und da kann ich wärmstens den adchat.de empfehlen. Das ist ein Twitter-Chat, wo sich jeden Dienstagabend, also auch heute Abend um 8 Uhr, eine Lehrergemeinde aus Deutschland trifft, um zu bestimmten Themen zu diskutieren. Also wer einen Twitter-Account hat, unbedingt da mal vorbeischauen. Das ist zwar eine gnadenlose Überforderung, weil teilweise bis zu 1000 Tweets in einer Stunde hin und her gehen, aber alle Informationen, die ich eigentlich zum Flipped Classroom habe, habe ich genau aus dem Chat rausgezogen. Da hat wieder einer gepostet, oh, auf dem Plattform, da kann man das machen, auf der Plattform das. Ist hervorragend. Heute Abend geht es im Übrigen, ist das Thema, ob die Handschrift im Unterricht noch benötigt wird. Da gibt es dann zwei Lehrer, der Herr André Spang und der Thorsten Labig, die führen als Moderatoren durch diesen Chat. Und es sind spannende Sachen, die dabei rauskommen. Also das wärmstens zu empfehlen, auch bloß zum Mitlesen. Da braucht man dann auch keinen eigenen Account, da kann man einfach mal bloß mitlesen. Das ist in meinen Augen mehr Input als in einer Stunde mehr Input als ein komplettes Fortbildungssystem eigentlich geben kann. Ja, und weil Flipped Classroom sehr viel mit Videos zu tun hat, habe ich natürlich auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich all meine Videos veröffentliche. Da können Sie sich nachher dann noch ein bisschen austoben und noch ein bisschen gucken. Gut, zum Ablauf. Ich werde jetzt versuchen, in 30 Minuten Ihnen das Unterrichtskonzept Flipped Classroom vorzustellen, wie ich es anwende, in welchen Klassen, und mit welchen Teilen in der Hausaufgabe, mit welchen Teilen im Unterricht. Das Ganze werde ich, wie gesagt, auf Screencast-Video aufnehmen, also das läuft jetzt gerade im Hintergrund, und werde das dann auf den MEBIS-Kurs veröffentlichen. Es gibt einen eigenen MEBIS-Kurs für diesen Workshop, der ist auch bei der ALP hochgeladen. Das zeige ich Ihnen nachher, wie man da dann hinkommt, und dort werde ich, wenn es gut läuft, heute Abend dann noch das Video veröffentlichen. Es hat immer ein bisschen Konvertierungszeit, deswegen kann es auch sein, dass es morgen oder übermorgen wird. 45 Minuten hätte ich vorgeschlagen, recherchieren Sie einfach zu dem Thema selbstständig im Netz, also entweder auf meiner Homepage oder meinem Kanal oder in dem MEBIS-Kurs. Das ist ein Kurs, wo ich quasi meinen Schülern zur Verfügung stelle, wo alle Videos, alle PDFs, alle Verlinkungen drin sind, aber auch ein extra Grid, wo eine Auflistung von allen mir bekannten Videoproduzenten im schulischen Kontext aufgelistet sind. Also es gibt echt tolle YouTube-Videos im schulischen Kontext, die man wunderbar in jeden Unterricht einbauen kann. Man muss tatsächlich nicht so wie ich jedes Video selber erstellen, sondern man kann sich auch einfach bedienen. Und da habe ich dann in diesem MEBIS-Kurs einfach eine Linkliste. Da könnt ihr euch dann auch mal ein bisschen durchmogeln. Dann hätte ich kurz erklärt, wie man ein Screencast-Video erstellt. Das ist, habe ich mir jetzt einfach so überlegt. Am Anfang erkläre ich das Konzept, weil eigentlich ein Video erstellen in diesem Konzept gar nicht so wichtig ist. Theoretisch gibt es Flipped Classroom schon seit 40 Jahren. Ich kann ja auch einen Zettel mit nach Hause geben, sagen, lest es durch, morgen reden wir drüber. Das ist auch schon Flipped Classroom. Also ich muss nicht unbedingt ein Video erstellen. Deswegen setze ich das nach hinten, wie die Produktion dann ausschaut. Mir ist das Konzept wichtiger, am Anfang zu erklären. Und auch da werde ich versuchen, ein Screencast-Video zu erstellen. Und dann hoffe ich, dass das auch funktioniert. Versuche mal einfach hier auf den PCs ein eigenes Screencast-Video zu machen. Das ist nämlich wirklich kinderleicht, möchte ich sagen. Es ist auf Play drücken und auf Stopp drücken und dann noch einen Namen verteilen. Theoretisch. Ja. Es hakelt dann schon nochmal ein paar Sachen, wenn man gerade es zum ersten Mal macht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Screencast-Video für meinen Unterricht mache, ich brauche eine Dreiviertelstunde, um mir ein Konzept zu überlegen und brauche 8 Minuten, so lange wie das Video dauert, um das Video zu machen. Und dann noch die Hochladezeit bei YouTube. Also es ist tatsächlich nicht der Aufwand, das Video zu machen. Der Aufwand ist nach wie vor das, eine Unterrichtsstunde zu konzipieren.
Und am Schluss gibt es noch eine kleine, ja, hoffentlich Feedback-Runde, wobei wir das auch ganz locker jede Minute stattfinden lassen können, wenn es irgendwelche Rückfragen oder Kritikpunkte oder Fragen gibt. Ja, Flipped Classroom heißt im Deutschen umgedrehter Unterricht. Das heißt, dass man die Phasen, die eigentlich am Nachmittag stattfinden, auf den Vormittag verschiebt und die Phasen, die am Vormittag stattfinden, auf den Nachmittag verschiebt. Also quasi auf den Kopf stellen, komplett von den Einheiten. Zum Beispiel könnte man effiziente Sachen oder nicht effiziente Sachen wie das Tafelbild abschreiben, eigentlich auf den Nachmittag verlegen. Da ist ja keinem Lehrer geholfen, dass er den Schülern zuschaut, wie sie ihr Tafelbild abschreiben oder wie sie einen Hefteintrag ausfüllen. Genauso ist es ja, weiß nicht, wie es bei Ihnen im Unterricht abläuft, aber wenn ich eine Sache erkläre, die dauert vielleicht 5 Minuten, muss ich sie danach mindestens noch 10-mal erklären, weil höchstens 5 Leute aufpasst haben. Bei der nächsten Durchgang haben dann nochmal 5 Leute aufpasst und so irgendwann, so nach einer Dreiviertelstunde, haben es dann auch die Letzten verstanden. Und das sind ja eigentlich auch wieder ineffiziente Phasen, dass ich mich immer wieder darum kümmern muss, dass alle dabei sind. Also habe ich mir überlegt gehabt, diesen Input, also das, was ich eigentlich den Schülern erkläre, auszutauschen und auf den Nachmittag zu verlegen. Ich mache eine PowerPoint-Präsentation, mache davon ein Video, kommentiere es, so wie ich das jetzt hier gerade mache, und lade dieses Video auf YouTube hoch. Auf YouTube selber dürfte ich es nicht belassen, weil die Schüler dürfen, sollen nicht bei YouTube angemeldet sein. Diese Plattform darf ich nicht nutzen, weil sie im amerikanischen Kontext, ja, die böse NSA, keine Daten preisgeben sollen und das sollte man sie in den schulischen Kontext auch nicht verwenden. Dass natürlich jeder Schüler eigentlich einen YouTube-Account hat, das lässt man da völlig außen vor, aber ich darf es einfach nicht nutzen. Und da bin ich ganz froh, dass es einfach Mebis gibt, wo ich dann diese Videos einfach per Link einfügen kann. Ich habe vorhin gerade nachgefragt, bisher gibt es noch nicht die Möglichkeit, das Ganze einzubetten. Also so zu machen, dass ich die Videos als wirklich schön, als eingebettetes Video und ich direkt im Mebis auf Play drücken kann. Das funktioniert noch nicht. Doch, doch. Ja, aber nur, wenn ich draufklicke und dann auf ein neues Fenster gehe. Aber ich kann jetzt nicht in meiner Ansicht das Video so einbetten, dass es in der Liste, wo alles untereinander steht, drin ist. Und wenn es geht, bitte mir nachher unbedingt zeigen. Ja? Super. Okay. Also, ich verlinke das auf Mebis und so schaut es dann aus. Also, ich habe das Grid-Format bei Mebis und dann habe ich im Laufe des Jahres einfach alle Themen mit Video produziert. Das heißt, jeder Schüler kann auch wirklich nachträglich nochmal vom Thema 1 sich die Videos anschauen. Natürlich sind die nicht von Anfang an alle enthalten, die Videos. Das wäre ja Schwachsinn, weil dann würden sie ja alle vorauslernen und ich möchte sie ja doch wieder im Unterricht auffangen können, falls irgendwas falsch ist. Deswegen wird das von mir immer halt so viel freigeschalten, wie sie jetzt gerade nötig haben zum Sehen. Aber alle vergangenen Themen, die sind auf jeden Fall immer online. So schaut dann ein Thema aus, so kennt man das normalerweise. Und da wäre es mir jetzt eben, fände ich es jetzt toll, wenn jetzt zum Beispiel eins dieser Videos, 6.1, Satz des Pythagoras, ganz einfach als Video eingebettet ist, dass ich dann direkt hier in der Mebis-Plattform auf Play drücken kann und dass es läuft. Und wenn das funktioniert, gebe ich einen Kaffee aus oder muss ich mir noch was einfallen lassen, weil da warte ich schon seit Jahren, einem Jahr drauf, dass das funktioniert. Dieses Eingerückte habe ich deswegen eingeführt, weil bei den Schülern immer sehr unübersichtlich war, was müssen sie ins Heft abschreiben und was nicht. Und deswegen ist alles, was links eingerückt ist, kommt ins Heft. Das muss in Ihrem Themenheft drinstehen. Schulheft macht natürlich keinen Sinn mehr, weil Sie ja das nicht in der Schule abschreiben, sondern jetzt zu Hause. Deswegen habe ich es Themenheft genannt. Und alles, was rechts eingerückt ist, das sind dann so Sachen, die man halt im Unterricht verwendet oder wo man nochmal Lösungen anschauen kann. Ganz wichtig für mich ist das Thema Abschreiben. Theoretisch könnte ich ja jetzt meine ganzen Videos einfach so stehen lassen. Sie können ja bei jeder Schulaufgabe die letzten 2 Wochen, 3 Wochen alle Materialien nochmal anschauen. Und bräuchten sie ja eigentlich nicht in ihr Heft. Aber ich finde das einfach nochmal einen ganz wichtigen Lerneffekt. Also einmal hat man das Visualisierte, dass man veranschaulicht kriegt, wie was funktioniert. Das geht ja mit so einem Video ganz toll. Dann habe ich es verbalisiert. Ich kriege es auch noch mit Ton erklärt. Warum sollte ich dann die Handschrift noch aufgeben? Also ich werde heute Abend im Ad-Chat sagen, die Handschrift darf nicht aufgegeben werden, weil es einfach nochmal ein Lerneffekt ist, finde ich. Ich weiß nicht, wie es den Schülern von heute geht, aber ich habe früher meine Bücher, die ich rezipiert habe oder zusammengeschrieben habe, da habe ich mir Notizen gemacht. Oder wenn ich irgendwas lernen wollte, habe ich mir einen Spicker geschrieben, damit ich den danach kann. Also von daher glaube ich, dürfte man das nicht aufgeben, das Heft zu führen. Außerdem ist es eine schöne persönliche Lernumgebung für jeden Schüler. Also dass er nicht nur eben das hat, was ich mache, sondern er kann in seinem Heft sich das noch so zusammenschreiben, wie er möchte. Oder auch Fragen und Notizen dazu machen. Aber geben Sie da den Hefteintrag vor oder fasst er das jetzt, sage ich, in meinen eigenen Worten zusammen, wenn er den Video anschaut? Nee, das letzte Bild im Video ist das Tafelbild. Also ich konzipiere die Videos so, es gibt am Anfang eine Einleitung, aber das, was am Schluss als Bild dasteht, das ist das Tafelbild. Das Okay. ist dann mit Überschrift und allen Herleitungen, die ich für notwendig erhalte, dass sie draufstehen.
aber halt möglichst didaktisch reduziert. Ich will eigentlich nie mehr wie eine Folie quasi als Tafelbild, als Schlussbild haben. Und das ist halt dann Ihr Auftrag, dass Sie das dann abschreiben. Ja. Okay. Es gab ein Video, glaube ich mal, da war es einfach so viel, da habe ich es auf zwei Folien, habe ich dann halt im Video erwähnt, bitte jetzt hier Pause drücken, abschreiben, wir müssen noch eine zweite Folie machen. Sie müssen das Ganze lernen, denn, und das ist das, wo ich mich gerade eigentlich nur richtig auf Glatteis, glaube ich, bewege, ich erkläre ja nichts im Unterricht. Also das ist alles in dem Video am Nachmittag erklärt und wenn die in die Schule kommen, frage ich ab. Also ich frage das ab, was ich nie im Unterricht eigentlich gemacht habe, sondern immer auf Nachmittag verlegt habe. Ja, ich komme nachher dazu, wie ich versuche, das so einzugrenzen, dass da kein Protest stattfindet. Ganz wichtig ist für mich das Quiz Learning Apps. Für jedes Video an sich braucht man eine Überprüfung. Also wenn ein Schüler ein Video anschauen muss und das ist das Einzige, was er tun muss, die Essenz davon war, dass meine Schüler auf den Link geklickt haben, ans Ende vom Video geklickt haben und dann das Heft abgeschrieben, das Tafelbild abgeschrieben haben. Also die haben sich das Video einfach nicht angeschaut, weil es hat ja gereicht, dass es im Heft war. Dann habe ich eben gedacht, ich mache Quizze dazu, sodass sie nachträglich zu diesem Video noch ein Quiz lösen müssen, wo eben so Sachen drin vorkommen, die ich im Video gesagt habe. Also ich baue bewusst ein paar Sachen nicht ins Tafelbild mit ein, die sage ich einfach wörtlich oder mündlich dazu und die werden dann in einem Quiz wieder abgefragt. Theoretisch müssten Sie jetzt das Video wieder nicht anschauen, weil das, was Sie in dem Quiz erlernen, ja eigentlich auch wieder in dem Video drin steckt. Also, aber das ist dann ein Kreislauf, wo ich dann selbst einen Schüler, der in dem Video springt, absichern kann, dass er das in Learning Apps dann trotzdem noch lernt. Und das sind auch meine beiden Überprüfungen: das Video ins Heft abschreiben, also dass ich einen Hefteintrag sehe, und das komplett gelöste Quiz bei Learning Apps. Das ist die Bestätigung, dass Sie die vollständige Hausaufgabe gemacht haben. Und wenn Sie das nicht haben, dann gibt es einen Hausaufgabenstrich. Ich lasse dann auch weiterhin nachsitzen. Da bin ich auch auf der absolut sicheren Seite, weil die Eltern das voll unterstützen. Denen sage ich dann bloß: Hören Sie mal zu, Ihr Sohn hätte nur ein Video anschauen müssen, nur abschreiben müssen und das, was in dem Video erklärt wird, auch noch kurz in fünf Quizfragen beantworten müssen. Eigentlich ja keine Leistung mehr, die man nicht kann. Bei Hausaufgaben früher, wenn man nach zwei Aufgaben den Transfer nicht mehr hinkriegt hat, dann hat man halt aufgehört, weil man nicht mehr gewusst hat, wie es weitergeht. Oder wie man es heutzutage macht, man lässt sich halt dann die Hausaufgabe per WhatsApp schicken als Bild und schreibt es dann halt da ab. Das ist jetzt meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr nötig und die Schüler, denen kann man das einfach abverlangen. Das sind jetzt Sachen, wo man mich als Lehrer nicht braucht. Bei der Erklärung, klar braucht man mich, aber das kann ich eben durch ein Video verlagern und das Abschreiben braucht man mich auch nicht. Da kann ich lieber die Zeit sinnvoll nutzen. Und der Faktor Zeit ist eigentlich das, was bei Flipped Classroom am allermeisten Ausschlag gibt. Am Anfang der Unterrichtsstunde, wenn wir jetzt im Klassenzimmer sind, sind Sie fertig vorbereitet, haben Ihren Hefteintrag, haben das Quiz gelöst, gibt es immer eine Fragerunde. Ich habe Ihnen eine Option geben, Sie können unter YouTube kommentieren mit Fragen, dann beantworte ich Ihnen, sagen wir mal, die nächsten 2, 3 Stunden. Oder Sie können handschriftlich eine Frage mitbringen oder Sie können Klassenkameraden fragen. Bei YouTube hat es noch nie eine Frage gegeben, also es hat noch niemand sich getraut, unter ein YouTube-Video was zum Schreiben. Und in der Fragerunde selber wird eigentlich auch so gut wie nicht gefragt. Es ist erstaunlich, was Schüler durch ein Video viel mehr aufnehmen, als wenn ich es vorne sage. Ich habe zeitlang eben das immer noch parallel gemacht, habe es ihnen erklärt und sie konnten nachmittags das Video noch haben. Bei diesem Erklären haben sie lange nicht so viel gelernt wie bei diesen Videos. Da kommen die jetzt top vorbereitet. Ich habe noch keinen 4er, 5er, 6er hergeben müssen. Jetzt könnte man mir vorwerfen, ich versuche das eh so hinzukriegen, dass die Noten besser sind. Aber ich gebe da normalerweise schon schlechte Noten her, aber die können mir einfach alles rezipieren. Die können mir die Formel anwenden und das, was halt als Basic in dem Video drinsteckt, das funktioniert meistens. Ich glaube, einen 4er habe ich mal hergeben gehabt. Aber der hat vergessen, das Video anzuschauen. Aber dadurch, dass er sich das Tafelbild abgeschrieben hat, hat er trotzdem wieder was gewusst. Nach dieser Fragerunde frage ich dann direkt ab. Und in der Fragerunde ist auch ganz wichtig, ich wiederhole da nichts. Also es geht es nicht darum, dass ich dann die Präsentation nochmal herhole und sage, du pass mal auf, so funktioniert das, weil dann mache ich meine Videos unglaubwürdig. Also ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich da einfach nicht die Präsentation nochmal ablaufen lasse. Es gibt allerdings 6 Schüler. Wenn mir von diesen 6 Schülern 3 herkommen und sagen, Herr Schmidt, haben wir überhaupt nicht kapiert, dann würde ich alles nochmal im Unterricht erklären. Die kamen bis jetzt aber halt noch nicht. Also es kam noch nicht einmal einer von denen und hat gesagt, irgendwie, das haben wir nicht verstanden, sondern das hat einfach immer gut funktioniert, weil sie einfach das Video 5, 10 Mal anschauen können. Also mit ihrer Pause, mit ihrem Play-Button einfach das auch innehalten können, in ihrem eigenen Tempo das Video anschauen können. Und der große Vorteil, wo? Sie können sich's anschauen, wo Sie wollen, weil dadurch, dass MEBIS ja einigermaßen auf dem Smartphone läuft, können Sie das Ganze bei der Oma im Bus oder kurz vor Unterrichtsbeginn sogar noch anschauen. Das führt einfach dazu, dass das sehr gut genutzt wird. Das wäre meine Frage, ob es da nie Probleme gibt von Schülerseite, sagen, ja, der Rechner ist nicht gegangen. Das war die ersten 2 Wochen. Und dann passt es.
Ja, dann schreibe ich den Eltern kurz eine E-Mail und schreibe rein, dass der Computer bei ihnen anscheinend nicht funktioniert, dass der Schüler gerne auch nachmittags in der Schule bleiben kann. Und dann funktioniert er meistens. Ja. Also klar, es gibt dann immer diese neuen Ausreden, die sich erstmal etablieren müssen. Zum Beispiel gab es eine Ausrede, die hat auch tatsächlich gestimmt. Wenn man nämlich bei Mebis, wenn man Mebis bei Google sucht und dann direkt auf Login geht, also nicht auf die Mebis-Zentralseite und sich dann versucht anzumelden, kommt ein Fehler mit Cookies. Dann kann man sich nicht anmelden. Der Fehler taucht halt ein paar Mal auf, weil das Schüler halt dann direkt zum Login machten oder sie hatten einen Favoriten auf den Login gemacht und wenn sie sich dann wieder anmelden wollten, ging das halt nicht. Also es tauchen schon ein paar Sachen auf, aber mittlerweile, witzigerweise ist es so, dass die Schüler, die jetzt neu in die Klasse kommen, die kommen erstmal alle mit denen ausreden und die anderen lachen schon. Er sagt, ja, das haben wir am Anfang auch versucht, das hilft irgendwie nicht. Also die Ausreden werden deutlich minimiert. Was halt noch passiert, und da kann ich halt immer nur nicht helfen, manche fotografieren halt dann das Schlussbild einfach ab und die anderen schreiben es dann bei WhatsApp ab und dann fotografieren sie jede einzelne Stufe bei dem Quiz mit der richtigen Lösung und dann lösen die das Quiz auch schnell. Aber irgendwann kann ich halt auch nicht mehr helfen. Wenn es wirklich zu anspruchsvoll ist, ein 6-Minuten-Video zum Angucken und ein 2-Minuten-Quiz zu lösen, ja, dann ist vielleicht auch der Schüler einfach an der falschen Schule von der Lernintensität. Das habe ich jetzt extra farbig gekastelt, weil das alles, was ich jetzt erklärt habe, ist zwar das, was ein Lehrer die ganze Vorbereitungszeit kostet, aber das, was das Prinzip oder das Konzept so toll macht oder mir so viel Spaß bereitet, ist genau diese Phase. Jetzt habe ich nämlich 45 Minuten, sag mal, wenn die Fragerunde 5 Minuten dauert, hat 40 Minuten Zeit für alles, was ich machen möchte. Ich habe am Anfang einmal gedacht gehabt, okay, für 45 Minuten könnte ich die und die Übungen machen, lass sie mal arbeiten. Die waren nach 20 Minuten fertig. Ich habe es nicht geschafft gehabt, 45 Minuten richtig zu konzipieren. Die waren einfach viel zu schnell. Und dadurch habe ich jetzt halt einfach andere Sachen mitverwendet. Zum Beispiel Lernen durch Lehren. Einfach mal eine ganze Unterrichtsstunde, wo Schüler sich die ersten 10 Minuten mit befassen, wie eine bestimmten Aufgabentyp zu lösen ist und es dann in ihrer Gruppe denen beibringen und mit denen gemeinsam dann bis zum Ende der Stunde die Aufgaben lösen. Gruppenarbeit, natürlich Partnerarbeit, das kommt auch immer zwischendrin vor. Ich nehme jetzt bloß die Sachen raus, die ich halt vorher nie geschafft habe. Gruppenarbeit und Partnerarbeit habe ich schon vorher geschafft, aber dieses Lernen durch Lehren, wenn ich 45 Minuten lang Zeit habe, kriege ich das halt locker unter. Wenn ich 20, 25 Minuten vorher beschäftigt bin mit Beibringen, kriege ich das halt nicht mehr unter. Dann bringe ich Betamax mit rein, sowas ähnliches wie Realmat, dass ich Aufgaben zur Verfügung stelle zu einem bestimmten Thema und die Schüler kriegen dann kriegen direkt ein Feedback, wenn sie eine Aufgabe falsch rechnen oder wenn sie eine Zahl falsch eingeben, sagt man, pass auf, dann der Zahl muss man mal überlegen. Das ist dann auch was mich dann sehr entlastet und das kann ich sehr auch 45 Minuten lang machen lassen. Allerdings verwende ich das nicht, um irgendwas neu einzuüben. Ich finde, am Computer arbeiten ist ein Transfer. Also wenn jemand auf dem Papier was rechnen kann, heißt es noch lange nicht, dass er mit dem Algorithmus von Betamax klarkommt und das dann genauso nachrechnen kann. Deswegen nehme ich das immer als Transferleistung, dass es eben nicht ausschließlich nur beim Computer geübt wird, weil am Schluss die Rechnung ja doch wieder auf dem Papier stattfindet, wenn ich eine Schulaufgabe schreibe. Da sind wir halt einfach noch nicht so weit, dass es Netzaufgaben gibt. Peer-Tutoring ist etwas, was der John Hattie in seiner Studie ganz, ganz weit oben hingesetzt hat. Und am Anfang war mir schleierhaft, warum, weil ich habe ja gar keine Zeit dafür gehabt, dass die Peers lang genug den anderen helfen konnten. Aber jetzt mit 45 Minuten merke ich, was Peer-Tutoring wirklich bewirkt. Ich habe so 10 Schweiger in meiner Klasse also 31 sind es, 10 Schweiger habe ich in meiner Klasse, die reden mit mir nicht. Also da kann ich hingehen und sagen, und was verstehst du nicht? Geht so, ja, da kommt nichts raus. Und das sind aber die Ersten, die sich melden, wenn irgendwelche Peers rumlaufen und denen versuchen zu helfen. Und die können da viel besser aufgefangen werden. Ich habe insgesamt 6 oder 7, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, Peers, die sind von den Aufgaben jederzeit freigestellt. Also die dürfen theoretisch, wenn sie sagen, Mensch, das Thema kapiere ich, das ist ein Pipifax, dann dürfen die rumgehen als Lehrer und den anderen helfen. Die sind natürlich schon instruiert, dass sie denen Tipps geben und nicht Lösungen. Und die sind instruiert, dass sie Fehler finden und das denen sagen. Ob das dann natürlich funktioniert, kann ich nicht sagen. Manche sind halt dann so faul und sagen, jetzt schreib es mal halt einfach hin, wie es geht. Aber zumindest ist da auch wieder ein Arbeiten drin. Und mit einer Lösung, dann kann es zumindest beim zweiten dann vielleicht funktionieren, dass sie das dann selbstständig machen. Die Selbstständigkeit ist hier halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Schüler müssen halt 45 Minuten lang eigentlich selbst verantwortlich arbeiten, schülerorientiertes Lernen. Freies Arbeiten, das heißt so viel wie, dass ich einen Aufgabenpool zur Verfügung stelle. Ich kategorisiere die in Gruppe 1, 2 und 3. Jeder Schüler weist sich selber seiner Gruppe zu. 1 sind die, die 1er schreiben wollen. 3 sind die, die mit dem 4er zufrieden sind. Und dementsprechend wählen sie sich dann in Gruppen ein. Ich lasse das aber immer so weit offen, dass sie eigentlich in einer halben Stunde fertig sind. Dass sie dann noch eine Viertelstunde Zeit haben, sich aus anderen Gruppen Aufgaben zu nehmen, einfach, ja, um zu testen, könnte ich jetzt aus der Gruppe 1 auch was lösen.
so eindeutig getrennt mit nach Noten ist das natürlich nett. Aber die Schüler gibt es dazu ein bisschen Vertrauen und sie pushen sich halt gegenseitig. Der eine sagt, ich habe jetzt halt Gruppe 3 probiert, morgen probiere ich mal Gruppe 2. Da ist einfach dann nochmal ein neuer Anreiz, in Mathe besser zu werden. Es hat nichts, es ist jetzt eigentlich keine Gamification, es ist kein Spiel jetzt draus, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, Anreize zu schaffen, selber besser zu werden. Feedback hat Hetty auch ganz weit oben hingesetzt. Und jetzt nach 1,5 Jahren Flipped Classroom, also vollständigem Flipped Classroom, weiß ich auch, glaube ich, was er gemeint hat. Also die Lehrer-Schüler-Konstellation, die ist unglaublich stark. Also ich kann zu jedem Schüler hingehen, ich habe ganz viel, kann mir richtig Zeit nehmen. Die Schüler arbeiten ja meistens im Hintergrund. Wenn ich merke, dass da überhaupt kein Bedarf ist, dann kann ich mich mal ganz intensiv um einen allein kümmern. Andersrum geben sie mir auch in 45 Minuten viel mehr Rückmeldung über meine Videos, die ich am Vortag gedreht habe. Da weisen sie mich dann darauf hin, okay, also in dem Video, die Passage, die 30 Sekunden, können es voll vergessen, da hat ihr Kind im Hintergrund geschrien, da hören wir überhaupt nichts. Ja? Also das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass sie da einfach auch ganz viel mitkriegt, was sie halt in einem lehrerzentrierten Unterricht jetzt wahrscheinlich mir nicht so mitgeben täten. Am Schluss oder mittendrin gibt es immer noch einen Input, manchmal. Also das kommt halt ganz darauf an, wie sie ein Thema verstanden haben. Neulich habe ich einfach mittendrin gemerkt, dass es genau an einer Stelle komplett hakt. Also, dass da kein einziger irgendwie drauf kommt. Dann gibt es halt nochmal, nehme ich mir hier Explain Everything oder so eine Tafel und schreibe das nochmal zusammen, aber das mache ich dann lehrerzentriert, einfach um nochmal alle einzufangen. Oder wenn es bloß 3 oder 4 kapiert haben, bis die dann nämlich den anderen 27 das erklärt haben, das dauert mal zu lang, da erkläre ich es einfach nochmal kurz. Oder wenn es so gravierende Mängel sind, mache ich einfach auf nächste Stunde nochmal ein Video dazu. Und dann hoffe ich, dass das dann weg ist und dass der Fehler dann nicht mehr auftaucht. Ich bin nicht bei Flipped Classroom direkt gelandet. Also das Prinzip gibt es aus Amerika seit 2005. Aaron Sams ist da einer der großen Vorreiter. Ich habe einfach angefangen, Erklärvideos zu machen, weil das in meiner Vorstellung sich gut angehört hat. Wenn ich ein Video oder wenn ich zum Beispiel wollte ich eine Krawatte binden und ich habe keine Ahnung gehabt, wie es geht und mein Papa war halt nicht da. Also habe ich bei YouTube kurz mal geguckt, ob es da ein Video geht und dann zack, in 2 Minuten war meine Krawatte gebunden. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich genau das, was eigentlich der heutigen Schülerwelt gerecht wird. Also überall irgendein Video raussuchen, schauen, wie es funktioniert und dann etwas können. Und dann habe ich Videos einfach ins Klassenzimmer reingeworfen. Ich habe mir gedacht, okay, hockt sich einfach am Anfang jeder an den PC ran und schaut sich das Video an. Das ist gnadenlos schiefgegangen, weil einfach die Internetverbindung bei uns so schlecht war, wenn 30 Leute bei YouTube streamen gleichzeitig, dass sich das ständig aufgehängt hat und dass eigentlich nie ein Video am Stück angeschaut werden konnte. Und damit war natürlich auch der Effekt weg. So wie der Mann heute Morgen gesagt hat, nur ein digitaler Einsatz von Unterricht, das kann auch die Kinder schlechter machen. Und das Video im Unterricht hat tatsächlich die Kinder schlechter gemacht. Dann habe ich es weiter versucht. Dann habe ich gesagt, okay, dann erkläre ich halt das, was ich in dem Video erkläre am Anfang der Stunde. Und die Schüler schauen es nachmittags mit dem Video nochmal an, um das Tafelbild abzuschreiben. Also quasi so eine Wiederholungsphase mit nochmal Aufschreibphase. Habe ich ja auch schon meinen Unterricht entlastet. Diese 10 Minuten, wo sie brauchen, bis das Tafelbild im Heft ist, verschiebe ich auf Nachmittag, habe ich auch schon gewonnen. Und irgendwann, als sie dann soweit selbstständig gearbeitet haben, habe ich dann komplett geflippt, also komplett die Videos rausgenommen, ohne dass ich am Anfang der Stunde was erzähle. Dieser Schritt ist natürlich am kritischsten von den Schülern aufgefasst worden. Ich kann doch nicht lernen, wenn sie es mir nicht mehr erklären. Denen musste ich halt dann beibringen, dass ich es ihnen eigentlich schon erkläre, halt nur nachmittags, wenn sie Zeit und Lust haben. Und mittlerweile ist da auch keine Kritik mehr. Ich habe nachher eine Umfrage dabei. Ich habe die Schüler gefragt, anonym, was sie davon halten. Für einen Lehrer selber bedeutet es eine unglaubliche Entschleunigung. Also ich fühle mich in der 5. und 6. Klasse mache ich normalen Unterricht. Ich fühle mich da so gehetzt, weil da ständig Fragen kommen und ich eigentlich immer nur das Gleiche beantworte, während die anderen 30 langweilen, weil diese Frage ja schon längst beantwortet worden ist. Oder diese Abschreibfarben in der 5. Klasse, jeder, der schon mal eine 5. Klasse gehabt hat, weiß, das kann manchmal eine halbe Stunde dauern, während der andere in 5 Minuten fertig ist. Also die alle einzufangen und auf ein Level zu bringen, ich finde das wahnsinnig anstrengend und die 45 Minuten sind vorbei und ich habe jedes Mal wieder das Gefühl, dass ich nichts geschafft habe. Und in der Stunde, da ist einfach ganz viel passiert. Also selbst wenn ich es nur auf eine halbe Stunde konzipiere, die 45 Minuten werden gnadenlos ausgenutzt von den Schülern. Und die sind auch dann bereit, plötzlich was zu tun. Ich muss da vorsichtig sein. Gestern habe ich dann noch was über das Verhältnis von Mann und Frau gesagt. Also meine Methode wirkt vor allem bei einem Großteil von jungen Mädchen, weil es die sich einfach 10, 20 Mal anschauen können, das Video, um eine Sicherheit zu bekommen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass Frauen ängstlicher mit Mathe umgehen, aber es ist schon eher ein Trend, dass die Angst bei Frauen vor Mathe höher ist, wie jetzt bei Jungs, die einfach drauf losrechnen und probieren, bis es funktioniert. Und gerade die Mädels, die profitieren da wahnsinnig davon. Die haben viel, viel bessere Ergebnisse. Die Jungs stagnieren eher. Also die haben eigentlich immer noch dieselben Noten wie vorher.
Bei denen ist es halt das Problem, die haben nie Hausaufgabe gemacht. Denen hat es gereicht gehabt, die 45 Minuten im Unterricht zu machen und nachmittags nichts zum tun und sind auf ihre Noten gekommen. Jetzt müssten sie eigentlich Hausaufgaben machen, tun es manchmal halt trotzdem nicht oder nicht gescheit und deswegen fallen sie halt ein bisschen mehr auf die Schnauze. Aber tatsächlich verschlechtert hat sich keiner, aber es haben sich sehr, sehr viele verbessert. Wobei ich das natürlich noch nicht endgültig sagen kann. Jede Schulaufgabe und jede Stegreifarbeit ist ja von mir konzipiert. Deswegen weiß ich nicht, ob das einen Standard erfüllt. Das muss ich, kann ich erst dann dieses Jahr mit der Abschlussprüfung messen, ob das auch wirklich einen Wert gehabt hat. Ich mache es seit der 8. Klasse mit Videos. Also die Klasse, die ich jetzt habe, 8., 9. und 10. Vor 2 Jahren habe ich eine 10. Klasse noch ein halbes Jahr mit diesen Videotutorials belästigt und die habe ich zur Abschlussprüfung geführt. Ansonsten in der 5., 6. würde ich es nicht machen. Nicht, weil ich den Schülern nicht zutraue, mit Medien umzugehen, sondern ganz einfach, weil die in der 6. Klasse definitiv danach in der 7. Klasse einen anderen Lehrer kriegen. Und es ist schwierig genug, Flipped Classroom zu etablieren, aber es wird wahrscheinlich noch schwieriger wieder zurück. Also, wenn die Schüler sich daran gewöhnt haben, mit Videos zu lernen, kann ich mir kaum vorstellen, dass es wieder ein Zurück gibt. Oder es könnte halt dann den ein oder anderen Lehrer dazu, dass dann Schüler hingehen und sagen, ich hätte das auch gern mit den Videos. Das will ich nicht, sonst mache ich mir bei meinen Kollegen böses Blut. Also habe ich dann meine Schulleitung einfach gebeten, wenn ich eine 7. Klasse kriege, bitte mir zusichern, ob ich die bis zur 10. führen darf. Und wenn ja, mache ich Flipped Classroom, ansonsten mache ich es nicht. So dass ich die Klassen, die ich führe, auch bis zum Abschluss führen kann. Ja, Vorbereitungsphase, habe ich vorhin schon gesagt, brauche ich ungefähr 1 Stunde. Aber das liegt daran, dass ich eine PowerPoint-Präsentation mache. Theoretisch kann man das auch handschriftlich machen. Es gibt Leute, die stellen sich an die Tafel vorne hin und haben den Hefteintrag schon an der Tafel und erklären dann mit dem Finger, was sie gemacht haben. Backup Learning heißt der. Findet man bei YouTube, habe ich dann nachher einen Link auch bei Mebis drin. Der erklärt alle seine Sachen so. Der braucht bestimmt bloß die 10 Minuten, wo er das erklärt und dann vielleicht noch 5 Minuten, wo er es hinschreibt. Also es geht auch viel kürzer. Ich habe es halt mit PowerPoint deswegen gemacht, damit ich theoretisch entweder ein Video zeige oder dass ich notfalls auch das Tafelbild so entwickeln kann, ohne Video. Dann zur Umfrage von meinen Schülern. Also Mentimeter werde ich Ihnen nachher dann auch noch zeigen. Da werden wir noch eine kleine Feedbackrunde hier in dem Kurs machen. Mentimeter lässt zu, dass Schüler abstimmen können, ohne dass ich es sehen kann. Und ich habe sie halt gefragt. Ich mag es auf diese Weise zu lernen. Ich habe das Flipped Classroom jetzt nicht bei denen eingeführt. Die brauchen ja nicht unbedingt meine Unterrichtskonzepte wissen. Das ist denen ja wurscht. Es geht nur darum, dass Hausaufgaben in der Schule stattfinden und Video am Nachmittag. Und da ist die überwältigende Mehrheit, Gott sei Dank, dafür, dass das soweit passt, dass das soweit stimmt. Beim einen stimmt es nicht ganz. Ja. Also der mag anscheinend nicht so lernen oder die. Diese Art von Mathe hilft mir, Mathe besser zu verstehen. Ja, das hat mich sehr gefreut. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte halt gedacht, man lernt halt dann damit genauso gut. Aber die finden tatsächlich, dass man dadurch besser lernt. Zwei lernen dadurch schlechter. Ich vermute, dass das Jungs sind. Jungs, die jetzt einfach was zu tun haben nachmittags. Da haben wir nämlich die Frage, für diese Art von Unterricht muss ich mehr arbeiten. Also jetzt müssen Sie es quasi umdrehen. Die, die stimmt weniger, gesagt haben, nee, ich muss nicht mehr arbeiten. Aber es gibt halt einen oder eine, die sagt, ja, ich muss auf jeden Fall mehr arbeiten. Ich befürchte, das sind die, die vorher ihre Hausaufgaben abgeschrieben haben. Aber auch eine überwältigende Mehrheit, dass es jetzt von Schülerseite kein Mehraufwand darstellt. Ich würde gerne auch in anderen Fächern auf diese Weise lernen. Da sind sie sich überhaupt nicht einig. Also das ist definitiv keine Tendenz erkennbar. Klar, mit den 12 mit stimmt weniger, aber sind auch noch 7 in die andere Richtung. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich geschickt, das dann von Ihrer Seite zu hören. Ob Sie sich in Ihren Fächern, in Ihrer Schule vorstellen können, das ist wahrscheinlich die bessere Diskussion, als wenn man da Schüler darüber diskutieren lässt. Sie können sich eher nicht vorstellen, auf diese Weise auch in anderen Fächern zu lernen. Es gibt allerdings eine Schule in Amerika, dort ist Flipped Classroom gerade richtig am Boomen. Da gibt es eine Schule, die ist komplett geflippt. Das heißt, jede einzelne Unterrichtsstunde in jedem einzelnen Fach komplett umgedreht. Ich habe mich aber noch nicht geschafft, habe es noch nicht geschafft, das weiter auszuführen oder weiter zu recherchieren, weil wie machen die das dann? Haben die dann 10 Videos pro Tag auf oder 5 Videos und 4 Quizze? Also könnte ich mir schwer vorstellen, weil dadurch wird es ja tatsächlich viel mehr Arbeit. In so MINT-Fächern wie Mathe, Physik, da kann ich mir es halt toll vorstellen, dass man irgendwelche Theorieteile auslagert und die Übungsphasen oder Experimentierphasen im Unterricht dann halt ausführlicher macht. Da passt es wunderbar rein. Englisch- und Deutschunterricht kann ich mir es auch vorstellen, gerade bei grammatikalischen Sachen, bei Rechtschreibung oder sowas. Alles, was quasi an der Tafel erklärt wird, lehrerzentriert, kann eigentlich in einem Video behandelt werden. Wie oft und wie lange schaust du die Videos? Ich habe immer gedacht gehabt, die schummeln, aber es stimmt wohl nicht. Also sie schauen es eigentlich immer unvollständig, ja gut, 8 fast immer unvollständig und nur 2 oder ja, 2 immer, aber nicht vollständig. Die spulen ans Ende. Ich weiß von einer Schülerin,
die sagt, sie findet es viel spannender, sie schreibt sich einen Hefteintrag ab, aber schaut nicht vorher das Video an, weil sie findet es viel spannender, im Unterricht bei den Übungsphasen sich zu überlegen, was ich wohl im Video erklärt habe. Weil da kommt sie dann viel besser drauf, wie das funktioniert. Sie schreibt Einser, von daher darf sie das. Wenn es ihre Methode ist zu lernen, ja, Gott sei Dank, dann soll sie es so machen. Natürlich, wenn jemand dann 4 oder 5 raus hat, dann müssen wir dem schon mal sagen, du, vielleicht ist es doch geschickter, die Videos komplett anzuschauen. Um wie viel Uhr schaust du die Videos? Das finde ich erschreckend. Also Gott sei Dank noch 17, zwischen 15 und 18. Aber es gibt tatsächlich zwei, die schauen sie in der Früh an, also bevor sie in den Unterricht gehen. Und das ist einerseits für mich ein organisatorisches Problem, weil wann veröffentliche ich das neue Video? Verstehen Sie? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, heute Nachmittag habe ich eine Unterrichtsstunde. Die Schüler haben sich jetzt mit Video vorbereitet und ich komme rein. Dann muss ich ja die Hausaufgabe auf die nächste Stunde freischalten vor meiner Unterrichtsstunde. Das heißt, die Schüler, die in der Früh die Materialien anschauen, schauen vielleicht dummerweise schon die Materialien für die nächste Stunde an. Und so läuft es nämlich auch bei denen. Da kommen dann welche und die sagen, hey, das Thema kenne ich gar nicht, aber ich kenne dafür die zwei anderen, die auf nächste Stunde auf sind. Ich sage herzlichen Glückwunsch, das war jetzt halt nicht geschickt. Aber da versuche ich dann halt mit den Eltern in Kontakt zu treten, dass die vielleicht ein bisschen darauf achten, dass der Schüler auch am Tag davor 20 Minuten bekommt, wo er das Ganze üben kann und nicht das in der Früh machen muss. Wenn man mit modernen Medien im Unterricht arbeitet, wird man meistens immer danach gefragt, was für Tools verwendet man. Ich habe da jetzt einfach mal eine Zusammenstellung gemacht, was ich verwende. Meine Videos sind Erklärvideos von PowerPoint. Das heißt, ich habe nur eine PowerPoint-Präsentation, in dem ich einfach alles reinwurschtel. Also ich mache meine ganzen Tafelbilder damit, ich veranschauliche das Ganze mit dünner Geo, ich mache PDFs davon, die ich dann an Mebis hochstelle, gerade wenn es halt irgendwelche Lösungsmuster oder so sein sollen. Dann ziehe ich in den Bildschirm, von wo ich aufnehme, manchmal auch diesen grafikfähigen Taschenrechner, das ist auch den, den wir an der Schule haben, das Simulator davon, den ziehe ich dann einfach drüber und erkläre im Video noch, wie man das mit dem Ganzen mit dem Taschenrechner löst. Und Cam Studio, das ist quasi das, was wir hier unten haben. Das ist diese eigentlich recht einfache Software, die aus einer PowerPoint-Präsentation dann ein Video macht. Man sieht es vielleicht hier ganz klein, man drückt einfach nur hier auf diesen roten Bollen. Ja, hier sieht man es. Und dann läuft auch schon. Und alles, was ich ab dem Zeitpunkt sage und veranschauliche, ist auf Video. Und am Schluss muss ich dieses Programm wieder öffnen und auf Stopp klicken und dann ist das Video fertig. Das heißt, wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich das Reden anfange, läuft das Video und da, wo ich aufhöre, muss ich halt noch auf Stopp drücken, Video fertig. Die Produktion selber ist da wirklich sehr einfach. LiceCap da oben kann ich noch kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob Sie es vorher gesehen haben bei meinem Bildschirm. Da haben sich doch die beiden Sachen ausgetauscht. Also ein Schüler saß doch vor seinem Laptop zu Hause und in der Schule. Und diese beiden Bilder haben sich ausgetauscht. Das ist LiceCap, da kann man GIFs erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel über dünner Geo dieses LiceCap drüber nehme, auf Aufnahme klicke, dann nimmt es quasi ein Bild auf, ein sogenanntes GIF. Und dieses GIF wiederum kann ich dann in eine Präsentation einfügen, das dann dauerhaft quasi genau diese Bewegungen macht. Es ist so viel wie ein Screencast-Video, aber eben als Bild exportierbar und nicht als Video, wo ich noch auf Play drücken muss. Ich kann das dann nachher nochmal jemandem erklären, wenn er da Lust dran hat. Das ist eigentlich mehr ein Spielzeug, um einfach seine Tafel ein bisschen interaktiver wirken zu lassen. Das fertige Video lade ich dann auf YouTube. Allerdings darf ich es ja bei YouTube nicht belassen, zumindest darf ich es halt dort nicht den Schülern zugänglich machen. Also die dürfen nicht, ich darf ihnen nicht sagen, geht bitte auf YouTube, schaut nach der Playlist und wählt das Video aus, weil das könnte suggerieren bei denen, dass sie das müssen, bei YouTube angemeldet sein. Also gehe ich über den Umweg Mebis, was aber auch nicht schlecht ist, weil ich da dann einfach auch alle anderen Plattformen verlinke. Learning Apps oder Bettermarks werden da einfach mit rein verlinkt. Das heißt, wenn in der aktuellen Hausaufgabe gerade noch ein Quiz auf ist, verlinke ich das drunter, klicken Sie drauf, landen direkt bei dem Quiz. So muss ich nicht vier Plattformen gleichzeitig bedienen, sondern kann quasi das in einer zentral für die Schüler zur Verfügung stellen. Und die können natürlich dann mit den Endgeräten ihrer Wahl, Laptop, Tablet oder Smartphone, überall, wo Internetempfang ist, diese Hausaufgabe bewerkstelligen. Sie brauchen das Heft, ja, aber das können Sie theoretisch dann auch machen, wenn Sie daheim sind oder sich ein Foto davon machen, um es später abzuschreiben. Das Video angucken und lernen können Sie zu jeder Zeit. Und das nutzen auch viele aus, die in der Früh dann einfach auf dem Weg zur Schule sich das Video nochmal anschauen, um besonders gut vorbereitet zu sein. In der Schule selber gibt es dann genau das Heft, das Sie jetzt eigentlich gehabt haben, um die Hausaufgabe zu bestreiten. Und das war es dann eigentlich schon. Also der mediale Einsatz im Unterricht, der hält sich bei mir in Grenzen. Da ist ein Heft, ein Stift, ein Zirkel, ein Taschenrechner und das war's, weil einfach unsere Schule das nicht hergibt, dass wir da jetzt nur medial arbeiten. Was ich allerdings verwende, ist ein sogenannter Dongle. Den habe ich jetzt da vorne gerade an das HDMI-Kabel vom Beamer angeschlossen
und dann konnte ich das über Screen Mirroring ganz einfach verbinden. Könnte ich jetzt theoretisch mit jedem Handy von Ihnen machen. Ich könnte jetzt meine Verbindung kappen und Sie gehen auf Ihrem Handy auf Screen Mirroring, schalten es an, dann taucht der CloudNet-Dongle auf, verbinden sich und dann sind Sie auf dem Bildschirm. Das ist eine tolle Sache. Theoretisch könnte ich ja dann auch die Smartphones von den Schülern auf den Bildschirm kopieren. Mir ist bis jetzt bloß noch kein Anwendungsbeispiel eingefallen, wie ich das bei meinen Schülern machen kann. Aber gerade für mich ist es halt toll, weil ich mit meinem Tablet erstens präsentieren kann, wenn ich noch was präsentieren muss. Oder andersrum, für meinen Religionsunterricht kann ich da dann auch Tafelbilder direkt auf dem Tablet entwickeln. Kann mich irgendwo hinsetzen, mitten im Raum, kann meine zentrale Rolle da vorne aufgeben. Was ich dann natürlich im Unterricht noch verwende, ist Betamax. Wenn wir mal eine stabile Internetleitung haben, dann ist es auch ganz toll, dass wir da rechnen können. Mentimeter verwende ich. Diese 6 Umfragen, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, ist mit Mentimeter erstellt. Das verschiebe ich jetzt mal nach hinten. Das werde ich Ihnen nachher dann noch zeigen, wie das funktioniert. Und Padlet ist einfach eine Mindmap-Wall, könnte man sagen. Also es treffen sich quasi alle Schüler auf einer Homepage und die ist komplett leer. Und auf dieser Homepage können sie Bilder, Texte, Handschriften, sonst irgendwas einfügen. Das verwende ich im Religions- oder IT-Unterricht halt häufig zur Ideenfindung. Also wenn irgendein Thema erschlossen werden soll und die sollen sich mal im Internet ein bisschen erkundigen, dann werden da Sachen integriert und es steht ein Mindmap und dann kann man eben darüber diskutieren, was für Quellen waren jetzt da geschickt und welche nicht, welche Sachen könnten wir jetzt hier auch gleich wieder rauslöschen und welche sind jetzt wirklich gut. Ja, Flipped Classroom ist eben leider nicht verbreitet, aber auch wie das der Herr Pilou gestern gesagt hat, ich glaube, das ist Medien im Unterricht zu verwenden, ist stark auf dem Vormarsch und er hat das in einem Kommentar dann so nett gesagt, ja, das Internet können wir halt nicht mehr abschaffen, das ist halt da. Und wir können jetzt einfach entweder versuchen, weiter zu weigern, das richtig zu verwenden, oder wir können versuchen, das sukzessive reinzubringen. Beide Möglichkeiten sind toll. Ich kenne heute noch Lehrer, die genialen Unterricht machen auf Kreide, auf Tafel mit Kreide, nicht einmal ein Overhead-Projektor, wo ich hinten drin hocke und mir denke, Wahnsinn, also da habe ich in 45 Minuten mehr gelernt als 2 Stunden Buchstudium. Es ist nicht notwendig, aber ich glaube einfach, dass uns dann irgendwann das einfach von Schülerseite überrollen wird, weil die Nachfrage danach da sein wird. Ich habe da mal so ein kleines Beispiel mitgebracht. Früher ist man ja zum Karstadt gegangen, wenn man irgendwas kaufen wollte. Heute ist der Karstadt pleite und man kauft alles bei Amazon. Also ich ertappe mich da einfach immer wieder dabei, wenn mir um 9 Uhr am Abend... Ist auch schon am Sterben, aber dann kommt was Neues. Wahrscheinlich ist es dann auch digital, auf jeden Fall. Zalando können wir dann wahrscheinlich weiter bestellen. Es wird auf jeden Fall digitalisiert werden, das wollte ich damit sagen. Das Einkaufen wird digitalisiert zu jeder Zeit, wann man will, über sein Smartphone. Genauso ist es eigentlich mit dem Wissen. Wo man früher in die Bibliothek gegangen ist oder ich in meinem Studium halt 20 Bücher gewälzt habe, um irgendwas über meine Zulassungsarbeit in Erfahrung zu bringen, da schauen sich die Schüler einfach bei Google um, Wikipedia oder auch YouTube gibt es mittlerweile tolle Informationsquellen. Da weit hinterher hängt halt die Bildung. Und ich glaube, dass MEBIS da einfach der erste Schritt ist, nämlich Bildung zu digitalisieren, soweit, dass es nachträglich abrufbar ist, weil das ist auch die Essenz beim Flipped Classroom, die unglaublich gut ankommt, dass sie bei Schulaufgaben einfach theoretisch 2 Stunden lang Videos nochmal gucken und haben den kompletten Stoff einfach nochmal angehört. Und eine Schülerin ist nach 4 Monaten mitten im Schuljahr zu unserer Klasse gestoßen, aus einem anderen Bundesland, wo man diese Themen, die wir bisher gehabt haben, noch gar nicht behandelt hat. Die hat beim MEBIS-Kurs einfach alle Videos nachträglich angeschaut, ins Heft abgeschrieben. Die hat in der ersten Schulaufgabe nach 4 Wochen bereits einen 4er geschrieben. Das fand ich schon erstaunlich. Mittlerweile schreibt sie 1er. Also die hat das einfach in einem wahnsinnigen Tempo nachgeholt und ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich ihr das soweit hätte erklären können. Nur durch ein Heft abschreiben, das langt nicht. Da muss man eigentlich Nachhilfe nehmen. Zum Schluss noch eine kleine Übersicht von Leuten, denen ich begegnet bin zum Thema Flipped Classroom. An der Uni ist es mittlerweile weit verbreitet. Es gibt auch eine Studie, jetzt muss ich kurz spicken, eine Studie, die sagt, in den nächsten halben Jahr wird Flipped Classroom boomen an der Uni. Und das gibt es auch schon. An ganz vielen Unis werden die Vorlesungen umgedreht. Das heißt, die kriegen ein Vorlesungsvideo und in der Präsenzphase schauen sie sich oder üben sie das Ganze dann ein oder stellen Fragen. An der Uni haben sie den Nachteil, dass die Leute dann einfach nicht in die Präsenzphase erscheinen, wenn sie das Ganze ja schon per Video gehört haben. Also denen laufen die Studenten dann weg. Bei der Schule ist es ja eigentlich was Tolles. Die müssen ja auch noch in Unterricht kommen. Also die kriegen es einerseits beibracht und kommen dann auch noch in Unterricht, um quasi einen höheren Content zu realisieren. Da ganz weit oben sind Jörn Lowiczak und Christian Spannagel, gerade der Herr rechts aus Heidelberg, ein sehr faszinierender Typ. Wenn man Flipped Classroom bei Google eingibt, taucht eigentlich immer er auf. Ich habe ihn leider nicht persönlich kennenlernen dürfen, aber in den E-Mails, die man bis jetzt hin und her ausgetauscht hat, ist er ein unglaublich faszinierender
faszinierender Typ, der mit einer Lockerheit an die Sache rangeht und da wirklich mich sehr geprägt hat, was man da alles besser machen kann. Jörn Lovischak, der stellt sich einfach an sein Tablet und hält seine Vorlesung 45 Minuten lang über Themen vom Studium, was es sich jetzt eigentlich sehr nicht unbedingt spannend anhört, hat aber selbst in Semesterferien bis zu 10.000 Klicks pro Tag. Ich habe jetzt nach einem halben Jahr 10.000 Klicks, also nur um die Relation zu sehen, und ich verpflichte meine Schüler ja schon, dass sie draufklicken. Der hat das pro Tag. Also der schafft das einfach komplett durch alle Studiengänge oder von allen Leuten auf ganz Deutschland, von allen Studenten, auf seiner Plattform sich zu bündeln, dass die dann einfach Vorlesungen bei ihm anschauen, obwohl sie eigentlich ganz woanders eingeschrieben sind. Für einen Matheunterricht habe ich bisher sehr vielversprechende kennengelernt. Da möchte ich vor allem herausheben Carsten Thein und Felix Fehnrich aus der Nähe von Karlsruhe. Die machen richtig geniale Videos für die gymnasiale Oberstufe. Die blenden sich selber rechts unten noch im Video ein und kommunizieren dann auch noch miteinander, was das Ganze sehr, sehr witzig macht. Die habe ich jetzt auf der Inverted Classroom Management Tagung in Marburg kennenlernen dürfen. Inverted Classroom heißt ja nichts anderes wie Flipped Classroom oder umgedrehter Unterricht, nur nennt man das halt an der Uni so. An der Uni Inverted Classroom, bei uns Flipped Classroom. Warum? Keine Ahnung. Es hat sich noch keiner Gedanken gemacht, das fest zu definieren. Die sind sehr zum Empfehlen, da würde ich euch nachher einfach auch mal empfehlen, ein Video anzuschauen von denen. Backup Learning ist ein Nachhilfelehrer, glaube ich, und der erklärt einfach alles an der Tafel. Und ich glaube, der hat bestimmt schon tausende von Videos drin. Egal welches Thema man in Mathe sucht, Backup Learning hat ein Video dazu. Und der stellt sich an die Tafel, ist wahrscheinlich sehr gut ausgeleuchtet mit Scheinwerfern, dass da keine Schatten wirft, aber das ist echt toll, da kann man sich sehr viel Inspiration holen. Sebastian Stoll möchte ich noch hervorheben. Ich habe meine Homepage vor einem halben Jahr an meinen Personalrat weitergeben, damit die auch wissen, was ich da so mache, dass die nicht plötzlich überrascht sind, wenn von außen jemand kommt. Und einer aus dem Personalrat ist mit dem Sebastian Stoll befreundet, hat dem die Homepage gegeben und der war so begeistert, dass der gleich selber eine Homepage gemacht hat und jetzt in die Ferien auch 50 Videos einfach mal erstellt hat und dieses Jahr mit Flipped Classroom anfängt. Und ich muss leider gestehen, die Videos sind um eine Klasse besser als meine. Also der hat die wirklich toll aufgesetzt. Mit einem schönen Intro, mit einem Jingle, mit Musik dazu. Ah, ja, ich bin neidisch. Werde demnächst mal bei ihm in Nachhilfe gehen. Das Simple Maths, ich kann das einfach nicht aussprechen, Maths, sind mittlerweile Studenten aus der Nähe Rosenheim, glaube ich. Die machen auch Videos, aber auf so einem hohen Niveau, das könnte man auch sofort in jeden Unterricht übernehmen. Also es braucht nicht immer jedes Mal einen Lehrer. Vielleicht kennt man auch einen Dorfwuchs. Der Dorfwuchs macht ganz tolle Lieder. Sind zwar keine Ohrwürmer, aber es geht dann halt um a Quadrat plus b Quadrat plus 2ac. Und das singt er halt 3,5 Minuten. Das gebe ich dann meinen Schülern auch mal mit auf den Weg, einfach um eine Formel sich einzuprägen. So doof diese Lieder auch sind, aber die bleiben leider halt im Kopf. Und Gott sei Dank für Mathe bleiben sie im Kopf. Der Heiko Rakocci, den habe ich über Twitter kennengelernt, über diesen Ad-Chat. Der macht es nochmal ganz anders spannend. Der weigert sich eigene Videos, oder ich weiß gar nicht, ob er sich weigert, aber der macht einfach keine eigenen Videos. Der lässt die Schüler nach guten Videos recherchieren. Also der setzt eigentlich noch eine Etage drüber. Die haben gemeinsam ein Formular und dann suchen sie zu einem bestimmten Thema ein Video. Jeder ein anderes. Und dann müssen sie dieses Video aber bewerten. Ist es hergeleitet worden? Versteht man alles, was drin steckt? Ist ein fachlicher Fehler drin und so weiter? Und diese Bewertungen tauschen sich gegenseitig aus, sodass sie am Schluss dann an ein Video haben, wo sie sagen, okay, das Thema, was wir gerade haben, ist mit dem Video am geschicktesten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, lässt der auch seinen Schülern die freie Wahl, in welchem Tempo sie das machen. Das heißt, der gibt ihnen den Lehrplan für das ganze Schuljahr zur Verfügung und die können in ihrem Tempo machen, wann und was sie wollen. Und er sagt, nach 3 Monaten sind halt die ersten schon fertig, helfen dann den anderen oder machen eine Stufe drüber, wiederholen. Wie der es allerdings dann mit Prüfungen macht, das weiß ich nicht. Und der verwendet halt die ganzen Google-Produkte. Also, dass ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo man dann gemeinsam an einem Dokument arbeiten kann. Google Drive, ja. Ja, das darf ich in Bayern halt nicht. Ich kann nicht meine Schüler verpflichten, sich bei Google anmelden zu lassen. Und von daher fällt das jetzt für mich raus, obwohl ich die Methode eigentlich fast noch toller finde, wenn die Schüler selbstständig sich auf den Weg machen, ihren Content zu finden und ich nicht jedes Mal das vorgebe, weil das ist ja eigentlich auch ein großer Kritikpunkt am Flipped Classroom, dass ich Input jedes Mal total lehrerzentriert vorgebe, auch wenn sie es nachmittags anschauen. Ich rechtfertige das halt dann immer so, dafür habe ich 45 Minuten lang schülerorientiertes Lernen, da muss halt so ein Input vorneweg gehen. Wichtiger Punkt bei den Videos ist halt, nichts überfrachten. Einfach so knapp wie möglich halten und dann überfordert man auch niemanden. Und dann ist auch nicht so viel vorweggenommen, dann bleibt auch noch Platz für eigene Recherche. Chemie, Birgit Lachner und Wolfgang Dukorn. In Deutsch der Christian Schett
aus Österreich. Viel mehr habe ich jetzt noch nicht gefunden. Wenn jemand noch jemand anderen kennt, bitte mir mitteilen, dann kann ich meine Liste ein bisschen vervollständigen.